Heute zum Ostermontag macht der Hauptmann eine Entdeckung. Den Hauptmann beschleicht ein flaues Gefühl, als er sich der Felsenwand vor den Toren Jerusalems nähert. Er legt die Hand auf das Schwert, auf dem das Zeichen des römischen Kaisers glänzt. Er will schauen, ob an dem Grab des jungen Aufständigen alles in Ordnung ist. Er hat Angst, dass es Unruhe gibt. Unruhe, dafür hat der Mann reichlich gesorgt. Erst hat er von Gottes Herrschaft gepredigt, dann berichteten manche, er habe Wunder getan. Schließlich zog er in die Hauptstadt Jerusalem ein wie ein König. Darum wurde er als Revolutionär angezeigt. Und für Revolutionäre kennt die römische Weltmacht nur eine Strafe, die Kreuzigung. Doch nun quält den Hauptmann die Erinnerung. Die Hinrichtung war furchtbar. Er war erschüttert, als er Jesus sterben sah. Unwillig schüttelt er den Kopf. So eine Erschütterung gehörte sich nicht für einen Soldaten des Kaisers. Aber hatte sich der Himmel nicht verdunkelt? Oder haben ihn seine Sinne betrogen? Als die Freunde von Jesus am Abend nach der Hinrichtung den Leichnam abholten, war der Hauptmann dem Trauerzug gefolgt. Er sah, wie sie ihn ins Felsengrab ablegten, wie sie dort am Grab weinten. Als das Grab mit dem großen Stein verschlossen war, atmete er auf. Dieser Tote machte ihm Angst. Deshalb hat er zur Sicherheit vor der Grabeshöhle Wachen aufgestellt. Gestern ist nichts geschehen. Der Hauptmann durchquert den Garten, hinter dem das Felsengrab liegt. Heute ist alles ruhig. Zu ruhig, denkt er. Wo sind die Wachen? Vorsichtig kommt er näher, die Hand immer noch auf das Schwert gelegt. Entsetzt bleibt er stehen. Das Grab ist offen. Die beiden Wachleute liegen auf der Erde und reiben sich die Augen. Einer richtet sich gerade auf. Er stürmt auf sie zu. Was ist passiert? Sprecht, Soldaten! Erschrocken springen beide auf und nehmen Haltung an. Sie können nichts erklären. Sie wissen nicht, was mit ihnen geschehen ist. Sie sprechen von einem Licht, einer Gestalt, einer Stimme. All das ist für den Hauptmann unverständlich. Aber er sieht, der Leichnam ist weg. Die Geschichte hört noch nicht auf, so fährt es ihm durch den Kopf. Und erstaunt merkt er denkt es ohne Angst. Er spürt so etwas wie Freude, als ob endlich mal das Leben gesiegt hätte, nicht der Tod. Frohe Ostern und bleiben Sie behütet.